Hallo und herzlich willkommen. Habe ich euch eigentlich schon meine tolle Erfindung gezeigt? Okay, ich kann es nicht zeigen, aber ich habe hier eine Verlängerung, eine 3,5 mm Klinkenverlängerung von der Anlage. Ich kann mich jetzt viel freier bewegen, wie ich Bock habe. Und, ja. Wir sind auf jeden Fall hier. Da brennt jemand, das heißt, der spendet gut Licht, hat er immer noch eine Verwendung seines Körpers gehabt im Leben. Ah, geil, hier geht's in den Keller. Ist natürlich genau das, was ich will. Okay. Mal gucken, ob der hier hinkommt. Okay, ich glaube, der kommt hier hin. Ich sehe zwar kein Licht mehr, aber ich vertraue dem nicht. Gut, dass man die auch mit dem Mikrofon durch die Wand hören kann. Das ist ein tolles Mikrofon übrigens. Also das Feature hat mir eigentlich echt im ersten Teil auch gefehlt. Aber im ersten Teil ist man in der Irrenanstalt unterwegs gewesen und es gab mehr Licht und weniger durchlässige Wände. Wahrscheinlich hätte es da nicht viel gebracht. Ja, was soll's. Wenn ich mich an das Ende des ersten Teils erinnere, dann frage ich mich auch wieder, was hier, ob hier auch wieder irgendwas in der Art vorkommt. Ich verlasse das mal wieder hier. Ich glaube, der kommt nicht in die Ecke hier. Ich frage mich nur, wo der hin ist. Diese Mucke, diese Soundeffekte, die machen mich ein bisschen nervös. Ich weiß nämlich nicht, ob der jetzt hier um die Ecke ist und oder gar in den Keller da gegangen, weil ich wette, der Generator ist da im letzten Haus. Ist ja immer so, dass der im letzten Haus ist. Okay. Hier ist erstmal nichts. Das ist schon mal gut. Gibt es eine Batterie? Warum sollte man hier reingehen? Außer um in der Falle zu stecken. Ah, da. Kommt der hier runter? Okay, er läuft hier vorbei. Bitte komm hier nicht runter. Sonst muss ich hier direkt... Ah ja, guck mal hier, perfekt. Ja. Geh da rein. Er ist da. Ich ersauf lieber, als mich von dem fangen zu lassen. Außerdem kann man die Luft im Spiel sehr lange anhalten. Okay, wo ist er jetzt? Ich will eigentlich nur das Haus da vorne. Ne? Mehr will ich gar nicht. Ah, da. Okay, läuft der nicht. Ach, schon wieder. Thank you.
rejoice every time I hear the sound of your voice. My voice. Wo ist der hin? Ich will seine Route kennen. Ich hoffe, hier drin ist der Generator. Wahrscheinlich ist er das nicht. Ich hoffe, da ist auch keiner drin. Nee. Zumachen. Könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ich bin jetzt hier drin. So, zack. Gibt es keine Batterien oder sowas? Guck mal, wie weit ich es gebracht habe. Ja gut, hier ist wenigstens zu abgeschlossen. Heißt ja auch gut, dass keiner durchkommen kann. Ach, was soll eigentlich die Versteckerei immer? Wenn ich hier oben gefangen werde, bin ich eh tot. Ah. Geil. Leichen. So viel zum Thema tot sein. Ich habe das Gefühl, der kommt hier oben durch auf seiner Patrouille. Ich hoffe, der geht jetzt hier nicht rein. Oh oh. Oh oh. So, das hätten wir erledigt. Ich meine, Verband könnte ich zwar anwenden, aber wenn ich erfasst werde, bin ich eh tot. Also YOLO. YOLO, my way through life. Wo ist der scheiß Generator? Ich laufe einfach bis ganz nach oben durch. In der Hoffnung, dass man das, dass man irgendwo... Ich dachte, das ist nur so ein Mini-Nebenquest oder sowas. Power Generator Room, natürlich, ganz oben. Und wahrscheinlich darf ich mich gleich hier drin verstecken. Oder ich darf das erst lesen. Simeon, ich muss mit dir über ein Geheimnis sprechen, weil ich weiß, dass du dich mit Heilmitteln und Medizin und so auskennst. Ich hoffe, du weißt, dass ich so wenig wie möglich mit den Leuten der verdammten Welt spreche, wenn wir uns dort Benzin und andere Notwendigkeiten kaufen, die wir nicht selbst machen können. Ich habe mich mit etwas mit einem Zöllnerjungen unterhalten, der die Pillen verkauft, die Papa braucht. Als ich sie als Studierhilfen bezeichnete, lachte der Junge und sagte, der Körper brauchte kein Penicillin zu studieren. Osman studiert Muschis. Hast du von sowas hier gehört? Ich will Papa nicht fragen, weil ich nicht weiß, was er tun würde. Doch, ich will ihn nicht versehentlich vergiften. Bitte komm vorbei und sprich mit mir, John. Die brauchen also Penicillin, weil sie keine Verhütungsmittel kennen oder kennen wollen. So. Batterien gibt es hier nicht, nur ein Generator. Was total geil ist. So. Kommt jetzt die Wache oder so? Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich will erstmal warten, bis die weg ist. Rejoice. There's wailing. There's pain. There's blood. But it is joyous all. Bringt die sich jetzt wenigstens selbst um oder so? Als heiliges Opfer?
Darf ich an der vorbeilaufen? Ich trau mich nicht. Is great enough is his prophet. Enough will ransom us from the power of the grave. Enough will redeem us from death. For even redemption cannot be hid from the split eye. We are bold. Natürlich ist zu. Ich gehe einfach denselben Weg zurück, den ich gekommen bin. Okay. Das geht leider nicht. Oh oh. Oh oh. Nein! Ich wollte einfach vorher rennen. Entschuldigt bitte, ich bin dumm gewesen. Mal gucken, wo ich wieder auf Erwache stehe. Vielleicht beim Generator? Ah! Naja, viel passieren kann mir jetzt ja nicht, ne? Ich bin ja quasi unsterblich. In dem Sinne eigentlich wirklich, ne? Ja, gut. Die ist ungefährlich, habe ich ja festgestellt. Die scheint sich einfach nur mit dem Messer ein bisschen vergnügen zu wollen, was ja in Ordnung ist. Ich komme hier trotzdem lieber nicht so nah, wie ich theoretisch könnte. Yes, yes, alles klar, also halt dein Maul. Ich wette, ich muss hier hinterher sowieso nochmal hin, weil da vorne war nämlich ein verschlossenes Tor. So, der rennt jetzt da rein. Viel Spaß wünsche ich dir, Kollege. Verstecken. Ja, hier geht's rein. Auch nicht, natürlich nicht. Ich wette, da sind ganz viele Batterien drin. Der Raum, das ist der Batterieraum. Der ist natürlich verschlossen. Ah, guck mal. Bisschen abkürzen hier. Ich will hoffen, dass der Typ jetzt nicht hier... Kann man hier nicht drüber springen oder so? Nee. Wo kann ich denn hin? And when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice every time you hear the sound of my joy, voice just know that I'm looking down on the smile and I didn't feel no pain, so baby don't feel. Just smile back. This way is for you. Rein. Oh oh. Nein. Yes, Lord, like a pig. I am he'll set me on day. They will be you on Tuesday. Es ist nach links gegangen. Nach links will ich auch. Es soll bitte nach rechts gehen und dann da bleiben. Hm, das wäre schön. Da in dem Haus, da sind doch jetzt alle. Okay, es ist da oben. Ja, es ist da runtergegangen. Ah!
Boah, der war echt schnell. Ich hoffe, der kann nicht klettern. Ich dachte, ich fahre runter. Hoch ist nie gut. Egal, das ist ein Videospiel. Das ist alles geskriptet. Es kann mir nicht folgen. Außer das Spiel will, dass es mir folgt. 1971 natürlich. Wann ist die letzte Folge geendet? Bei 37 Minuten? Ich schreibe mir das nicht mehr auf mittlerweile. Scheiße, ne? Ich glaube, ich 5 Minuten noch oder so. Das ging jetzt besser, weil jetzt wurde ich dann endlich mal, zum Glück, endlich mal verfolgt. So. Ja. Hier kann mir überhaupt nichts passieren. Hier bin ich sicher. Ah, guck mal. God forsake you. Das heißt nochmal forsake. Tut mir leid. Das sind englische Wörter, die ich im Alltag auch weder im Job noch privat gebrauche. Schon gar nicht an verstümmelten, also so verstümmelt ist es jetzt auch nicht, aber an zugerichteten Leichen. Deswegen tut es mir sehr leid, aber ich kann nicht mit Hilfe bei der Übersetzung dienen. Christine, bevor du überall danach suchst oder mich anschreist, weil du glaubst, dass ich es verloren habe, ich habe das Grape Aid rüber zur Kapelle gebracht. Paul sagte, Papa wollte dort etwas feiern. Ich weiß, dass wir nichts Besseres haben, um den Geschmack im Wasser zu überdecken, aber die Leute werden sich damit zufrieden geben müssen. Gib ihnen nichts vom Sakrament, das brauchen wir für den Gottesdienst. Ich schätze, wir werden es bis zur nächsten Lieferung ohne Grape Aid aushalten. Grape Aid hört sich an, als ob das nach Wasser nach Traube schmeckt danach. Grape heißt ja Traube, glaube ich. Lebt das? Ja. Jessica. I've lost it. Hi. Ist jemand drin? Natürlich. Da in einem Brunnen drin? Oh. Alles klar. Das ist nur ein Traum, das heißt, hier ist alles sicher. Bitte, Blake. Bitte kletter auf diesen Lüftungsschacht. Das kannst du sowieso nicht abschließen. Ich beeil mich ja so. Ah, guck mal. Ja, dumm gelaufen. So viel zum Thema heimlich rumschleichen. Gibt es auch nicht heimliches Rumschleichen, ist hier die Frage. Was gibt's denn hier zu interagieren? Ich kann doch nicht, kann ich's durch die Tür hier bringen? Nein, natürlich nicht. Tür hier? Ah ja. Na klar. Durch die gruselige Flügeltür geht's natürlich auch nicht. Hey, ich komme! Ihr Hurensöhne! Okay. Mal eben schnell durch, war ja wohl nichts. Ah,
Ah, eine Spieluhr. Ist das nicht schön? Spieluhren sind in Filmen und Spielen immer super. Ziege fällt schneller auf. Muss ich mich hier verstecken? Man sieht schon das Tageslicht im Hintergrund reingucken. Scheiße. Ja. Ah! Hat sich direkt gelohnt. Ich habe eine Batterie für diesen Scheißraum verschwendet. Krieg ich direkt eine neue. So. Ja. Hier ist natürlich zu. Aufmachen lässt sich hier nichts. Ja, ja, ja. Hör mal auf zu flackern hier. So, ja. Natürlich. Das ist ein scheiß Puzzle, selbstverständlich, oder? Ist es das nicht? Woanders kann ich es nicht hinbringen. Ja. Keine Ahnung. Bruder. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was ich hier machen muss. Eine Weltkarte haben wir hier. Ist sie auch richtig? Oh. China da rechts? Und Russland soll größer als China sein? Da hat ja wohl jemand in Geografie nicht aufgepasst. Ah, okay, blockiert. Danke, dass du mir das nochmal sagst. So, ich habe die hammergeile Spieluhr aufgezogen. Eigentlich müsste mich das Spiel jetzt mega feiern. Aber natürlich ist alles mal wieder blockiert. So, verstecken kann ich mich. Hi. Jessica. Jessica. Wo bist du, Jessica? Ach, guck mal dahin. Jessica, ich komme. Oh Gott. Jess. Na komm. Ballert, Bruder. Öffnen. Fuck you, Alter. Öffnen. Fuck you. Na, Fernsehen auch nicht. Buh, alles zu natürlich. Ich scheiß auf euch. Pff, verstecken, ja. Ich will mich hier nicht verstecken. Wenn ich hier sterbe von mir aus, das ist so eine scheiß Vision oder sowas. Ja. Ja, na also. Ja, alles klar. Ich weiß nicht, ob er noch hinter mir her ist, aber... Oh oh. Er ist ja hinter mir her. Oh 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 oh. Er ist hinter mir her. Fuck you, Alter. Oh, Bruder, da ist noch einer. Wie geht's euch denn so? Ich hoffe, ihr habt hier nichts anderes zu tun oder so? Habt ihr keine Meetings, Termine oder sowas? Ah, guck mal, Licht hinter mir. Das ist aber nett von euch. Ja, Bruder, Schwester, ich bin gläubig, so wie ihr.
Ah, hi! Rechter Stick! Rechter Stick! Ich fick euch alle, ihr Hurensöhne! Ja, alles klar! Bin ich hier sicher? Ich glaube nicht. Hi! Ah, ich bin tot. Ja. Ja. Alter, ist das Hunde? Was ist das denn? Ich bin hier nur zu Besuch, oder was? Ah, ja, okay, das waren jetzt 6 auf einmal. Ja. Das Spiel ist eine gute... Also, ist es jetzt nicht so oft passiert, aber ich habe jetzt geschwitzt. Ah ja, alles klar. Fick dich, ich darf das nochmal machen. Abschließen. Zack. So. Du Hund. So, mal gucken, ob ich dasselbe jetzt irgendwie nochmal schaffe. Also nicht genau dasselbe, aber... Mal gucken, ob der diesmal wieder sagt, dass ich unten drunter bin. Ob der mir wieder folgt da hinten. Natürlich folgt er mir. Natürlich. Die haben nichts Besseres zu tun als irgendein Typen, der denen eigentlich gar nichts Böses will. Zu verfolgen. Natürlich. Ist der hinter mir her? Ja, die sind alle hinter mir her. Fuck you, Alter. Ballert, Bruder. Hi. Leckt mich doch. Bin ich hier sicher? Miranda Bones been burned. Her scum. She'll be in the fire. Woe to the bloody city. Huh? Okay. Okay. Ich bin durch Zufall ins richtige Haus gelaufen. Ist das nicht super? Hier fühle ich mich wohl bei all diesen Kinderpuppen. Okay. Die Folge kann hier beendet werden. Ich denke, ich bin ein gutes Stück, so ungefähr 2% vom Spiel weitergekommen. Das schreit nach einer weiteren Folge. Das schreit nach einer weiteren Folge. Und jetzt kann man viel besser sehen, was ich hier tue und wie ich reagiere, weil da hinten, da ist Licht. Tageslicht. Wir haben 5:30. Eine Folge und dann gehe ich pennen. Bis dahin. Tschüss.